Das ITZNE ist eine hochschulübergreifende wissenschaftliche Einrichtung und hier am ITZNE arbeiten wir zusammen mit unseren Partnern aus Wissenschaft und Praxis und verfolgen dabei einen interdisziplinären und auch anwendungsorientierten Ansatz in Forschung, Lehre und Beratung. Dabei arbeiten wir sowohl lokal wie hier in der Region Bonn-Rhein-Sieg als auch international mit unseren Partnern aus Europa, Afrika und Lateinamerika. Unsere Forschung und Beratung richtet sich sowohl an politische Akteure auf lokaler oder nationaler Ebene, aber auch an Unternehmen oder auch Nichtregierungsorganisationen. Nachhaltige Technologien und Ressourcenschonung. Da geht es darum, die Bedarfe und die Herausforderungen für den Menschen und die Gesellschaft herauszuarbeiten einerseits und andererseits die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu erarbeiten. Wir haben ein Handy auseinandergenommen, haben geschaut, woraus ist das aufgebaut, aus welchen Materialien, haben diese Informationen in eine Software gegeben, die uns was darüber aussagt, was für Umweltwirkungen damit einhergehen, wenn zum Beispiel Kunststoff produziert wird, je nachdem, wo der produziert wird. Und das Ganze wird dann angeguckt, wirklich von der Herstellung der Rohstoffe, von der Wiege bis zur Deponie, bis zur Bahre, so sagt man. Und wir machen das mit den Studierenden im Rahmen von Projekten. Wir haben uns gedacht, das könnte auch wirklich interessant sein für Bürger, weil ja jeder alles Mögliche benutzt und das wirklich mal durchzuexerzieren. Und deswegen wollen wir das im Citizen Lab anbieten. Ein weiteres Themenfeld hier am ITZNE beschäftigt sich auch mit Fragen der sozioökonomischen Entwicklung. Hier beschäftigen wir uns unter anderem mit dem Aufbau von sozialen Sicherungssystemen und Gesundheitssystemen, insbesondere in Ländern mit einem mittleren und niedrigen Einkommen. Ein weiteres Forschungsfeld ist verantwortungsvolles Wirtschaften und natürliche Ressourcen. Da geht es um die Interaktion zwischen Mensch und Umwelt und insbesondere die Transformation Richtung nachhaltige Entwicklung. Im Teilvorhaben Citizen Lab im Campus to World Projekt wollen wir die Bürger aktiv mit einbinden in Fragestellungen rund um die Umweltressourcen, die uns umgeben. Sprich Luft, Wasser und Boden. Darüber hinaus würden wir gerne vor Ort in den Gärten mit den Bürgern aktiv Projekte durchführen, sodass der Bürger einen Bezug zu diesem Medium kriegt und letztendlich auch ein Bewusstsein dafür entwickelt, warum es so wichtig ist, diese Ressource zu schützen, neben den Ressourcen Luft und Wasser.